Damit meldet sich der Falke zurück zu Skyrim, Dark Souls. Und wie ihr gesehen habt, kann ich jetzt viel leveln. Ich habe Schmiedekunst ein bisschen geskillt und natürlich auch Blocken und schwere Rüstung, so um die ca. 15 Level an den Riesenlagern. Ich habe die Schwierigkeit minimal runtergestellt auf, ich glaube, Adept, statt jetzt Legendär. Und habe dann ein paar Schläge kassiert, mich verteidigt, hatte ja mal eben einen Gefährten dabei und dann habe ich mich an eine Stelle geglitscht, wo die mich nicht schlagen können. Ich glaube, wir machen immer mal so abwechselnd. Okay, ein bisschen in Mana ist auch nicht schlecht. Wir müssen auch ein bisschen Mana hinbekommen. So, Schmiedekunst habt ihr ja wie gesagt gesehen. Einmal Arcana-Schmied, sehr, sehr wichtig. Ja, wir können jetzt... Moment, wo bin ich? Ach, bei Schwerrüstung, okay. Stehende Feste habe ich. Eine Schwerrüstung wiegt nichts und verlangsamt dich nicht. Halbiert Sturzschaden, das sind alles gute Sachen. Das ist nicht wichtig, oder? Naja. Das sind so die zwei Sachen, die ich nie brauchte. Die ist interessant. Das geht. Das braucht man nicht. Und das bräuchte ich. Zumindest jetzt für den Anfang. 4 Talente habe ich noch. Das ist sehr, sehr gut. Pfeile abwehren. Das ist ja genau der Elementarschutz. Ich hoffe, die anderen zwei kann ich noch in einhändig gut investieren. Zumindest eins sollte gehen, oder? Ne, das hier 60. Gibt es irgendwas... Die sind richtig gut, wenn man mit zwei Einhändern spielt, was ich aber nicht mache. Zumindest jetzt am Anfang noch nicht. Ich finde, das hat auch mehr von Dark Souls, wenn man mit Schild und Schwert unterwegs ist. Das hat auch immer in Oblivion so seinen Charme oder Morrowind. Ja, ich spreche das Morrowind aus, ja, möglichst deutsch. Weil, dann hat man sich dran gewöhnt, wenn man Morrowind auf Englisch spielt, dann, auf Deutsch spielt natürlich, dann sagen die das so auch. Morrowind. Tut mir leid. Normalerweise spreche ich das auch recht gut aus. Also ich meine andere Wörter, die englische Aussprache haben. Okay, 350 Drahtlast. Da ist Farkas. Sicker Rhyme, ja. Muss jetzt hinten hin. Ich möchte gleich zu irgendwelchen Hofzauberern, um zu schauen, ob ich bessere Magie bekomme. Und da kommt Farkas. Komische Idioten. Scheißsekte. In unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Und da hast du auch Verspätung, Wilkas. Für ihn sprechen. Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Das klingt voll homo, Alter, was du so sagst. Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Ich will wissen. Was für Schwerter? Ich würde als erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Metalle in seinen Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Sein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den Tagen ferner grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Nein! Nun, Junge, ihr gehört jetzt zu uns. So soll's nicht sein, Mann. Ihr werdet uns nicht enttäuschen. Wenn du meinst. So, wenn man das erste Mal sowas, sowas zu sehen bekommt und das spielt, dann denkt man sich so auch so, bitte was? Was habe ich angestellt, dass ich so eine Scheiße jetzt angestellt habe? Das ist der Grund, warum ich die Gefährten hasse. Ja, es gibt viele Gründe, warum man die hasst. Zum Beispiel, weil sie langweilig sind, weil scheiß Charaktere da vorhanden sind oder wegen genau so einer Aktion wie hier in diesem Fall. Ich meine, ich fand das schon immer etwas übertrieben und völlig kindisch, was die hier abgezogen haben. Ich meine, was war das bitte für eine kindische Kack, was wir eben abgezogen haben? Das war sowas von voll homo. Aber okay, ihr seid ja hier die warmen Brüder. Ich finde die Gefährten einfach sowas von peinlich. Ein Kumpel und ich haben schon immer spekuliert, dass es die silberne Hand geben sollte, damit man Gegenbeispiel dazu hat. Weil man kann zum Beispiel bei der dunklen Bruderschaft auch zum Penitus Oculatus, auch wenn es nur eine Quest ist, hingehen, um sie zu verraten. Oder, keine Ahnung, nee, bei den anderen gibt es kein Gegenstück, aber dennoch, man hätte ein, zwei mehr Gilden einführen sollen, man hätte die Bardengilde etwas mehr ausbauen sollen, sodass man der Bardenabenteurer ist und wirklich in Dungeons hingeht und nicht nur diese ein, zwei Quests, die man bei der Bardengilde hat. Tut mir leid, ich habe einen Rülpser unterdrückt. Und auf jeden Fall
Ich finde die Magiergilde, da war ich schon auch schon immer der Meinung, war eigentlich die beste von den Quests her. Man kommt nach Labyrinthion. Die Quest ist so eine der besten überhaupt in Skyrim, das Labyrinth. Ich will gar nicht jetzt viel spoilern für die, die es nicht kennen oder die, die es noch sehen möchten, aber kennen oder auch was auch immer. Nee, wenn ihr es kennt, ist es eh schwachsinnig oder beziehungsweise eigentlich umso besser, weil dann wisst ihr, wie geil die ist. Meiner Meinung nach eine der besten Dungeons, eins der besten Quests, die dort drin stattfinden. Gemeinsam mit ihren Valtume heißt sie. Das sind so Namen, obwohl ich eine Namensschwäche habe, weil ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, das sage ich jetzt nicht zum Spaß. Vor allem Namen und Daten kann ich mir überhaupt nicht merken oder so kleine Ereignisse. Nee, Quatsch, groß. Nee, wie war das? Ja, ich kann mir vieles eigentlich nicht viel merken, auch so Informationsüberfluss. Da bleibt mir vielleicht 5% davon hängen, also da ist es ziemlich gefährlich, wenn man mich jetzt mit vielen Informationen überschüttet. So, was wollte ich jetzt machen? Das sieht fast aus wie ein neuer Level-Up. Ich könnte theoretisch halt direkt nach den Gefährten schon losschießen mit den zwei Dark Souls-ähnlichen Quests rein. Oh, die geile Tilma, ey, du bist so ein geiles Stück, du. Oh. Oh, geile Sau. Okay, lassen wir mal diese Perversion. Zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut wie Wigner. Und ich kann sie mir merken. Na, der gute alte Wigner. Ja gut, ich suche mir nach Arbeit, ne? Wir haben ein verzweifeltes Sendschreiben erhalten. Ein Bürger aus Weißlauf wurde entführt. Die Gefährten haben unsere Hilfe erbeten. Und wir werden sie nicht enttäuschen. Hä, wir sind die Gefährten, besonders, Idiot. Wenn die Bezahlung dermaßen gut ist. Okay. Trödelt nicht. Kaum auszudenken, was passieren könnte, wenn ihr zu spät kommt. Nö, interessiert mich nicht. Ich wollte eigentlich pennen. Ne, okay. Nein, nicht? Okay. Hey, Nimril aus Schimmernebelhöhle. Wisst ihr, was ich vorher mache? Ich gehe in die Dragon's Reach-Dingensen hier. Drachenfeste hier oben. Hier oben und hole mir dann neue Wiederherstellungsmagie ab, wenn ich mir sowas erlauben kann. Oh nein, nein, nein! Hoi, hoi, hoi. Nichts passiert, nichts passiert. Alles cool. Alles ganz cool. Ich hoffe, der hat irgendwie bessere Wiederherstellungszauber. Wovon hängt das eigentlich ab? Vom Wiederherstellungslevel, ne? Was man für Magie bekommt. Es sei denn, man geht auf die Akademie von Winterfest oder in die Akademie von Winterfest und kann dann so gesehen alles auswählen und kaufen. Aber egal, ich gucke einfach mal, was der so hat. Wenn es scheiße ist, gehe ich ja eh wieder straight raus aus dem Building. Aber ich kann noch ein, zwei Sachen von ihrer Magie entfernen, Alter, die wäre so wertvoll, das heißt, na egal. Ich entferne sie. So. So schnell kann es gehen, Freunde, so schnell kann es gehen. Besucht ihr die Drachenfest? Ihr wollt also die Arkane. Wer hat das denn behauptet, du Idiot? Du Riesenidiot. So. Okay, okay. Beständige Schutzwert, okay, nein. Ah, das mit dem Auge kann ich bereits, ne? Es ist so gut gemacht. Sky UI. Ah, Lautlosigkeit ist richtig gut. Damit kann man so schnell skillen. Damit kann man sich fast schon boosten. Das ist, boah, das sollte verboten werden. Das hier skillt übrigens gar nicht. Das ist ja zu eurem eigenen Wohl. Nee, brauche ich nicht. Heldenmut ist Ziel, nee. Heilen, nee. Halt bei Zielen, die kann er unter... Nee, 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 das will ich auch nicht. Gibt's hier nicht die schnelle Heilung? Ja, genau, so heißt die Schnellheilung. Es ist schon mal besser als nix. Deshalb hole ich mir auf jeden Fall diesen Schiss. Jo. Damit kann man sich auch richtig schnell boosten. Das ist richtig gut. Wisst ihr, was so geil gewesen wäre, wenn man einen beschworenen Schild aufbauen kann? Das wäre so cool gewesen. Steinhaut steigert den Rüstungswert des Zaubern in 60 Sekunden lang um 60 Punkte. Was war das? Das war jetzt nur, ich glaube, davon gibt es auch eine Mod, dass er irgendwo rechts neben Veränderung. Ich versuche jetzt mit dem Finger hinzuzeigen, was ihr natürlich nicht sehen könnt. Selbst wenn ich Facecam hätte, würde ich es nicht sehen. Auf jeden Fall rechts, auch in diesem Kasten, rechts oben in diesem Kasten halt, über Steinhaut würde normalerweise dann auch zum Beispiel das Level von der Magie stehen. Zum Beispiel jetzt, ob es jetzt Novize, Adept, Lehrling, sonst was. Ich glaube, das ist aber Lehrling. Und Eichenhaut ist Novize oder so. Ich bin mir echt nicht sicher. Auf jeden Fall weiß ich, dass Ebenerzhaut Veteran, genau, Experte ist. Es gibt bis Meisterzauber, aber da muss man besondere Quests absolvieren. Habe ich damals in meinen Let's Plays gemacht. Unter anderem, weil ich ja auch des öfteren Magier gespielt habe. Ich werde diesmal einen Zerstörungskrieger machen.
Das heißt mit schwerer Rüstung, aber auch ein, zwei Kleidungsstücke, die mich richtig overpowered machen. Ich werde das auch demnächst wieder zeigen. Irgendwann gab es mal die Anfrage, ich glaube in meinem Fable Let's Play von einem gewissen Zuschauer, ob ich das auch wieder zeigen möchte. Werde ich auf jeden Fall. Das gehört einfach, das habe ich bislang in jedem Let's Play gemacht, wie man sich glitcht und so. Da habe ich mal ein, zwei Bonus-Episoden für gemacht. Ich glaube, auf Luis Commentary habe ich sogar fast 10 Bonus-Episoden gemacht, indem ich gezeigt habe, wie ich meine Kleidungsstücke herstelle, die ich dann auch lange benutzt habe, in denen zum Beispiel sowas war von wegen, Veränderungszauber werden um so und so viel Prozent reduziert, also damit man weniger Magie darin investiert, meine Güte, oder Magie-Regeneration ist um so und so viel Prozent schneller. Am besten ist es, ihr macht, Magika wird so und so viel Prozent oder um so und so viel erhöht. Da hatte ich zum Beispiel auf 6000 und dann steht dann zum Beispiel auch noch Magie-Regeneration wird um so und so viel Prozent erhöht. Das heißt, ihr macht einen Zauber, der zum Beispiel 100 kostet. Das seht ihr gar nicht in diesem riesen Balken an Mana, den ihr habt. Und dann habt ihr halt noch die Regeneration oben drauf. Ich zeig das gleich mal in meinem anderen Spielstand. Moment, was wollte ich holen? Lautlosigkeit, genau, weil man damit sich richtig gut boosten kann. Deshalb, wo war es denn jetzt? Ja, hier unter Bücher, genau. Magie. Eichenhaut ist Novize, genau. Ja, Steinhaut ist dann, also das muss ich auf jeden Fall zu Favoriten hinzufügen, das hier weg. Hilft der Schutzgeist gut? Ich weiß ja nicht. Ja, was war aber nochmal der Adeptenzauber? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, ist auch ganz cool. Dafür, dass wir jetzt am Anfang noch nicht allzu gut sind. Ich liebe diese Ability, die man als Bretone hat. Also, wir setzen das auf die 1. Genau, geht. Und das auf die 2. Die Waffen, die kann ich hier ganz schnell aussuchen. Ist alles kein Problem. Also, dann mal. Moment, jetzt geh doch mal hier hin. Speichern. Ich überschreite mal den Schiss. Mach vielleicht noch einen Quicksave. So, jetzt hat. Ich lade mal eben meinen anderen Spielstand. Ja, das ist mein Bretone, ne? 52. Boah, ich habe in kurzer Zeit wieder viele Level da gemacht. Ich habe den relativ lange nicht mehr angerührt. Das ist übrigens der Spielstand. Ich habe den echt in letzter Zeit nicht so viel gespielt. Ich glaube, ich habe jetzt in den gesamten letzten 65 Tagen, also im gesamten letzten Jahr vielleicht 30, 40 Stunden damit gespielt. Ich hatte kurzzeitig noch einen Assassinen für 25 Stunden. Den habe ich aber durchgespielt, meiner Meinung nach. Ich habe die Hauptstory durchgerusht und ich habe ein paar Nebenquests gemacht, die ich geil fand und so circa die Hälfte von der Dragonborn Main Quest. Das hat mich vielleicht 1,5 Stunden gekostet. Also wie gesagt, einen anderen Spielstand, den habe ich aber gelöscht. Und am Ende war ich halt mit Hauptquest durch und ich habe halt die Assassinen-Gilde gemacht und ich glaube auch die Diebesgilde. So, was meinte ich? Genau. Ich wollte ja meinen Spielstand... Hä? Was mache ich denn hier? Wie komme ich denn... Ah, so. Wo ist es denn? Ja, das ist halt nicht meine richtige Rüstung. Ich zeige euch mal meine richtige Rüstung. Das wäre einmal das hier. Dann die Stahlrimm-Rüstung. Die ist mir aber relativ egal. Die habe ich echt nur provisorisch genutzt. Ich will zum eigentlichen Teil kommen, nämlich... Hier, Gintoki Fort. Ja, Gintoki aus Gintama. Auf jeden Fall... Genau das meine ich, hier steigert Mana um 6451 und Mana regeneriert sich um 6451% schneller. Jetzt zeige ich das mal eben anhand meiner Favoriten, zum Beispiel der Feuerball, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel der kostet. Was war die Sturmwand? War die Sturmwand nicht das Experten, das Meisterding? Na egal. Auf jeden Fall, ihr seht oben links... Boost jetzt hintereinander. Ihr seht ihr hier oben diese... Ich habe 6500 eben durch den Boost. Ich glaube aber ich habe auch noch... Ne, ich habe bei Zerstörung nichts investiert. Also nichts von wegen, dass die Hälfte der Mana kosten oder so ein Scheiß. Dann seht ihr hier, dass dieser Feuerball... Oh, ich habe Feuer... Was? Habe ich eben echt Feuerball verwendet? Hups.
Das hier wollte ich machen, so. Das war jetzt echt ein Fehler. So, Feuerball war scheiße. Ah ne, ich hatte eben Verbrennen drauf. Ach, was auch immer. Ja, er hat auch einen anderen Sound. Also, ihr seht, 206 Kosten. Jetzt warte ich kurz und habt ihr gesehen, wie schnell Mana sich regeneriert hat? Das hier angeblich über 100 pro Sekunde. Hier dieser Expertenzauber ist übelst gut. Zum Beispiel, wenn ihr viel Mana habt, dann geht ihr einfach in den Dungeon, blitzt um euch herum. Also Magier zu spielen macht übelst Fun, meiner Meinung nach. Ach du Scheiße! Und dann kann ich zum Beispiel auch einen meiner Lieblingszauber zeigen. Nee, so. Bei den Göttern. Hä, was? Du solltest das so machen, Buddy. Jetzt ist er halt gelähmt. Ja, ist ja, ach, egal, bis ich mit meinem Gamepad hier wieder irgendwas gebacken bekomme. Gehen wir lieber in den anderen Spielstand rein. Und ich würde auch sagen, ich mache mal hier erstmal Schluss. Ich weiß nicht, ich weiß, es ist nicht viel passiert, diese Episode. Tut mir wirklich leid. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, wie das jetzt funktioniert. Nur habe ich das halt auch vor, wieder als Zerstörungsmagier zu machen mit, ja, ich muss mal schauen, ob ich Magier machen werde, weil bislang bin ich recht zufrieden. Und wenn man sich mit Blocken und einhändig mal eingefunden hat, kann man am Ende auch ein starker Krieger sein. Also jede Klasse hat wirklich fast gleiche Stärke, nur als Magier ist man auf Distanz besser aufgehoben und ist aber auch gleichzeitig mit ein, zwei Hieben sehr schnell weg. Ach stimmt, ich muss ja meine Lüder wieder abholen. Gut, dass die mir gerade über den Weg läuft. Geht voran. So haben wir es auch noch ein bisschen leichter. So, auf jeden Fall, wie gesagt, ich mache hier beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Einschalten, Freunde. Tschüss.